Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen F1 22 Video mit mir, dem Ray. Wie in den vergangenen Teilen möchte ich dir in-game meine Kameraeinstellung präsentieren, denn ich werde immer wieder danach gefragt, was ich denn da so eingestellt habe. Und ich denke einfach, wenn ich dir hier im Beispiel des Spiels zeige, ist es für dich am einfachsten, die Werte abzugleichen. Nichtsdestotrotz werde ich die Werte auch nochmal händisch in die Videobeschreibung schreiben. Gerade auch, wenn sich bei mir vielleicht über die Zeit ein bisschen was ändert, dann werde ich selbstverständlich auch die aktualisierten Werte da eintragen. Aber jetzt nicht lange schnacken, sondern wir gehen direkt rein in die Einstellungen und gucken uns das Ganze mal an. Und zwar hier unten. Also, ja, das sind tatsächlich die Einstellungen. Wer ja hier mich auf dem Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich normalerweise einen viel höheren Blickfeldwert wähle. Ich habe mich tatsächlich jetzt dieses Mal dagegen entschieden, weil weniger Sichtfeld bedeutet, klar, man sieht weniger, aber das, was man sieht, sieht man deutlich genauer. Man verpasst nicht mehr so die Bremspunkte und die Scheitelpunkte und das war für mich eigentlich ein ganz guter Sweet Spot. Also trotzdem noch mehr Blickfeld, als es als es standardmäßig ist. So ist es normal standardmäßig. Und so fand ich das dann ganz angenehm. Ansonsten, der Rest ist eigentlich nur so ein bisschen drauf angepasst. Ich versuche, relativ hoch zu sitzen, relativ viel Übersicht zu bekommen und dementsprechend den Winkel aber auch anzupassen, dass ich trotzdem aufs Ingame-Lenkrad schauen kann. Deswegen habe ich auch das Overlay Ingame so ein bisschen drumherum platziert, damit ich sowohl das UI als auch eben das echte Lenkrad oder das echte Ingame-Lenkrad sehen kann. Des Weiteren habe ich Kamerazittern und Kamerabewegung auf ein Minimum reduziert. Ich persönlich finde das immer ein bisschen ablenkend. Und deswegen habe ich das halt dementsprechend nicht gewählt. Achso, ganz kurz vielleicht noch zu dem Spiegelwinkel. Der kann natürlich je nach Fahrzeug ein bisschen unterschiedlich sein. Das ist der Ingame-Winkel. Ich gucke tatsächlich, seit wir den virtuellen Rückspiegel haben, tatsächlich sehr selten da drauf. Aber das Coole ist ja jetzt bei dem Teil, dass man für jedes Auto das separat speichern kann. Das heißt, man kann jetzt wirklich zum Beispiel sagen, hey, pass auf, ich will nicht einen globalen Wert einstellen, sondern ich möchte es für diesen Ferrari einstellen. Und dann muss ich das hier aktivieren. Und dann könnte ich jetzt quasi sagen, okay, ich will den Spiegelwinkel hier für den Ferrari so haben. Und dann wird es immer für dieses Fahrzeug so abgespeichert. Oder aber, wie gesagt, man kann einfach auch einen globalen Wert haben. Das kann man dann je nachdem anpassen. Gut ist es vor allem für die neuen Supercars im Spiel, denn da ist es so, dass man definitiv für die Fahrzeuge, wenn man eine schöne Sicht will, das nochmal separat anpassen kann. Und deswegen ist dann diese, wie gesagt, spezifische Einstellung eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, mehr ist es dann tatsächlich auch gar nicht. Ja? Also ist jetzt kein Hexenwerk, aber trotzdem, ich wollte es einfach nochmal zeigen hier im Spiel. Und ich hoffe, du hast damit auch deinen Spaß oder kannst vielleicht aus diesen Werten heraus deine eigenen Einstellungen finden. Kannst ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was so deine Vorlieben sind von Kameraeinstellungen, ob du sagst, nee, ich habe lieber noch mehr Blickfeld oder weniger Blickfeld oder wie auch immer. Ich denke mal auch, es kommt ein bisschen auf den Monitor an. Ich selber nutze hier ja ein 16:9, wie wahrscheinlich die meisten von euch, aber es gibt durchaus auch Leute, die ein 21:9 oder ein 32:9 Monitor nutzen und dann sind natürlich andere Werte durchaus sinnvoll. Ansonsten, ja, wenn dich natürlich meine UI oder meine UI-Anordnung interessiert, ich fahre jetzt hier nochmal ein paar Meter, dann kannst du dir das auch ein bisschen abschauen. Eben, wie gesagt, unten die Telemetrieanzeige ein bisschen, ja, und das Halo, wenn du so willst, gepackt, zwischen Halo und Lenkrad. Und dann trotzdem alles zu sehen. Kann natürlich aber je nach Fahrzeug auch ein bisschen anders sein. Zum Beispiel beim Williams, der ja dieses LCD-Display nicht im Lenkrad hat, sondern am Fahrzeug, da passt das dann natürlich nicht. Dann müsste man das natürlich nochmal separat anpassen. Gerne würde ich dir natürlich auch die Einstellungen meines UIs anzeigen, aber da gibt es jetzt keine Werte, die ich dir da irgendwie vermitteln kann, sondern das kann man einfach jetzt nur versuchen nachzumachen. Aber ansonsten, ja, gibt es, glaube ich, groß nicht viel zu sagen. Ich will es auch gar nicht unnötig lange machen. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen mit meinen Kameraeinstellungen. Das Video wird jetzt auch unter jedem Video verlinkt sein. Und falls du vielleicht von einem verlinkten Video kommst, ja, sei gegrüßt. Ja, aber ich grüße auch alle und deswegen bin ich jetzt raus. Ich wünsche dir noch viel Spaß hier auf dem Kanal und auch mit den weiteren F1 22 Videos. Ciao!